Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen da draußen. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen und ich hoffe, dass es euch allen richtig gut geht. Aber normalerweise müsste es euch ja allen richtig gut gehen, denn heute ist ja Freitag und das bedeutet, der Startschuss fürs Wochenende ist gefallen. Und dann gibt es jetzt heute Abend dann endlich ein schönes Wochenende. Endlich schön relaxen und entspannen und eine Runde GTA zocken, Freunde. Auf jeden Fall in diesem Video soll es mal um das kleine Update von gestern gehen. Denn Rockstar Games hat gestern nicht nur den neuen Supersportwagen, nämlich den Benefactor Krieger in GTA Online neu veröffentlicht gehabt. Nein, sie haben auch noch eine neue Eventwoche gestartet und diese Eventwoche werde ich euch heute hier in diesem Video vorstellen. Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, dann zeigt es mir an dieser Stelle auf jeden Fall jetzt schon einmal mit einem Daumen nach oben und teilt das Video auf jeden Fall kräftig mit euren Freunden da draußen, damit die auch Bescheid wissen, was es denn jetzt alles Neues in Form von dieser Eventwoche hier in GTA Online so gibt. Auf jeden Fall nennt sich diese Eventwoche die Krieger-Eventwoche. Warum? Ganz einfach, weil ja gestern der Benefactor Krieger neu in GTA Online erschienen ist und deshalb heißt die Eventwoche Krieger-Eventwoche. Und wie gesagt, gestern hat diese Eventwoche gestartet und sie geht noch bis einschließlich nächste Woche Mittwoch bis hin zum 18. September 2019. Und in dieser Eventwoche bekommen wir zwei Geldboni. Wir bekommen einige Rabatte. Rockstar Games hat die Twitch Prime Aktion erneut geupdatet. Es gibt ein neues Premium-Rennen und wir bekommen in dieser Woche kein neues Geschenk von Rockstar Games. Beginnen wir jetzt das Video aber mal mit den beiden Geldboni, die es in dieser Woche gibt. Und hier gibt es zunächst einmal doppeltes Geld und doppelte RP auf alle von Rockstar Games erstellten Stuntrennen. Und hier muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, das ist ein wirklich sehr guter Geldbonus, denn da werde ich am Wochenende auf jeden Fall auch mal hingehen und mir eine Spieleliste mit 16 Stuntrennen einfach vollklatschen und diese dann ganz einfach mit meinen Kumpels spielen. Ich hoffe mal, wir kriegen irgendwie eine richtig schöne volle Lobby zusammen, dass wir wenigstens irgendwie 8 Spieler sind. Vielleicht werden wir sogar 16 Spieler und sind eine komplett volle Lobby, denn dann ist der Payout bei diesen Stuntrennen wirklich verdammt hoch. Ich erinnere mich dran, ich habe letztens irgendwie eine 16er Lobby gehabt. Ich bin, glaube ich, Zweiter oder Dritter geworden. Ich meine, Zweiter bin ich geworden und habe da, glaube ich, 40.000 GTA-Dollar für irgendwie 3 Minuten Rennen fahren bekommen und das ist wirklich ein verdammt hoher Payout. Und jetzt rechnet euch mal aus, wie hoch der Payout erst sein wird am Ende dieser Spieleliste von insgesamt 16 Rennen, denn ich muss ehrlich sagen, ich bin kein schlechter Rennfahrer. Ich denke mal, ich werde ohne Probleme in die Top 3 kommen und da werde ich auf jeden Fall extrem viel Geld mitmachen. Freunde, wenn ihr Bock habt, können wir ja auch gerne am Wochenende mal hingehen und so eine Spielliste hier zusammenballern mit diesen Rennen drauf, auf denen es jetzt eben hier diesen Geldbonus gibt und dann kann ich das Ganze gerne streamen und dann könnt ihr vielleicht auch, wenn ihr Bock habt, mitspielen. Schreibt mir das einfach jetzt mal unten in die Kommentare, ob ihr darauf überhaupt Bock hättet, ob wir vielleicht am Wochenende so einen kleinen Stream machen sollen, wo wir eine Spieleliste starten mit 16 von diesen Stuntrennen drin und neben dem wir diese Stuntrennen dann zocken, habt ihr dann vielleicht die Chance, mir irgendwie im Live-Chat ein paar Fragen oder sonstiges zu stellen. Dann kann man einfach ein bisschen gechillt zocken und ein bisschen mit euch labern. So, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf hättet. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann können wir das auch gerne machen. Okay, kommen wir zum zweiten Geldbonus. Und zwar gibt es dann noch doppeltes Geld und doppelte RP auf 14 ausgewählte Oldschool-Stuntrennen. Noch damals von der PS3, also aus PS3-Zeiten. Ist auf jeden Fall auch ein guter Geldbonus und hier gilt natürlich auch das Gleiche wie bei den Stuntrennen. Hier gibt es wirklich auch dann denselben Payout wie bei den Stuntrennen und deshalb gibt es hier an dieser Stelle jetzt auch nicht viel weiter zu sagen. Was mir ein bisschen fehlt in dieser Woche ist vielleicht noch ein dritter Geldbonus, der wirklich extrem gut ist, aber ja, man muss sich auch mit dem zufrieden geben, was Rockstar Games veröffentlicht hat und ja, die beiden Geldboni sind doch, denke ich mal, voll in Ordnung. Machen wir mal weiter mit den Rabatten und zwar gibt es in dieser Woche 30% Rabatt auf den Infernus Classic, auf den Ardent, auf den Vapid Cliquet,
auf den Divant, auf den Dinka Jester Classic, auf den GB200, auf den Hotring Sapre Turbo, auf den Dominator GTX und auf den Cheetah Classic. Außerdem gibt es noch 40% Rabatt auf alle Firmengaragen, auf alle 10er Garagen und auf die Casino Penthouse Garage. Und außerdem gibt es auch noch im Los Santos Customs einige Rabatte, und zwar gibt es hier 40% Rabatt auf Bremsen, Turbo, Spoiler, Motoren, Getriebe und auf Federungen. Also die Rabatte in dieser Woche, würde ich ganz ehrlich sagen, gehen doch schon voll in Ordnung. Da sind auf jeden Fall einige gute Fahrzeuge bei, wie zum Beispiel der Hotring Sapre oder der Dinka Jester Classic. Das sind wirklich zwei sehr, sehr schöne Autos, die auch wirklich extrem gut sind in ihrer Kategorie in Rennen. Und ja, wer die noch nicht hat, kann sich hier in dieser Woche auf jeden Fall definitiv überlegen, hier zuzuschlagen und sich vielleicht die beiden Fahrzeuge zu holen, denn das sind wirklich extrem gute Fahrzeuge. Außerdem finde ich den Rabatt auf die Firmengaragen, auf die 10er Garagen und auf die Casino Penthouse Garage wirklich extrem gut, denn billiger wird das Ganze bald nicht sein, also wird in der nächsten Woche nicht billiger sein, und ich denke mal, dass diese Immobilien in den nächsten Eventwochen auch nicht mehr berücksichtigt werden mit einem Rabatt, und deshalb finde ich diesen Rabatt hier gut. Da solltet ihr auf jeden Fall zuschlagen, wenn euch noch was fehlt. Wenn ihr keine Casino Penthouse Garage habt, dann schlagt auf jeden Fall hier in dieser Woche zu. Wenn ihr keine 6 Garagen in GTA Online habt, schlagt ebenfalls zu. Machen wir aber mal weiter, und zwar mit der Twitch Prime Aktion, denn diese hat Rockstar Games in dieser Eventwoche erneut geupdatet, und zwar bekommen wir in dieser beziehungsweise bei diesem Update von dieser Aktion 2 extrem krasse neue Rabatte, und zwar gibt es hier 70% Rabatt auf den Ramp Buggy und es gibt 70% Rabatt auf den Phantom Wedge. Die beiden Spezialfahrzeuge, wer die noch nicht hat und an der Twitch Prime Aktion teilgenommen hat, der kann sich diese auf jeden Fall in dieser Woche gönnen. Ich meine, ihr müsst nur 30% des normalen Preises für die beiden Fahrzeuge bezahlen, und da kann man auf jeden Fall schon einmal zuschlagen. Außerdem gibt es auch, wie in den gesamten Wochen zuvor, 10% extra Rabatt auf alle Rabatte in dieser Eventwoche. Das bedeutet, wenn ihr an der Twitch Prime Aktion teilgenommen habt, Freunde, dann bekommt ihr in dieser Woche nicht nur 40% Rabatt auf die Casino Penthouse Garage, sondern 10% mehr, nämlich 50% Rabatt, und dann bezahlt ihr dafür eben nur noch die Hälfte. Das gleiche geht natürlich auch für alle anderen Rabatte in dieser Eventwoche. Freunde, wenn ihr jetzt nicht wissen solltet, was die Twitch Prime Aktion ist, dann schaut mal in meine Videobeschreibung. Dort habe ich euch ein separates Video verlinkt, wo ich euch die Twitch Prime Aktion damals vorgestellt hatte, als Rockstar Games diese veröffentlicht hatte. Könnt euch das Video ja in Ruhe angucken und dann seid ihr bestens informiert über die Twitch Prime Aktion. Und vielleicht sagt ihr euch dann, hey, ja, ich habe auch Amazon Prime und da mache ich auf jeden Fall auch kostenlos bei dieser Aktion mit, denn da kriege ich ja jede Woche Vorteile in GTA Online. Machen wir aber mal weiter, und zwar mit dem neuesten Premium-Rennen, welches es in dieser Woche gibt. Und zwar ist das neueste Premium-Rennen in dieser Woche das Premium-Rennen Taking Off. Wenn ihr am Premium-Rennen teilnehmen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach über eure Map machen. Dort müsst ihr einfach nur das Symbol vom Premium-Rennen auf der Map suchen und dann geht ihr da drauf, drückt dann einmal die Taste und bestätigt das Ganze mit der X-Taste und dann werdet ihr in den Job geladen, oder ihr geht einfach auf euer Handy, geht auf schneller Job und klickt dann auf aktives Premium-Rennen und dann könnt ihr so am Premium-Rennen teilnehmen. Denkt aber dran, wie immer, Freunde, 20.000 GTA-Dollar kostet das Premium-Rennen Einsatz. Ihr fahrt in diesem Rennen gegen 7 andere Spieler und wenn ihr Erster werdet, könnt ihr 100.000 GTA-Dollar bekommen. Wenn ihr Zweiter werdet, bekommt ihr 30.000 GTA-Dollar und wenn ihr Dritter werdet, bekommt ihr immerhin euren Einsatz von 20.000 GTA-Dollar wieder zurück. Und natürlich bekommen alle Spieler in diesem Premium-Rennen dreifache RP. Und ja, wenn ihr Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter oder Achter werdet, Freunde, dann geht ihr leider leer aus und bekommt gar kein Geld, außer halt die dreifache RP. Und ja, last but not least, ja, kann man jetzt gar nicht mal so sagen, wollte ich euch noch kurz darüber informieren.
Rockstar Games ist in dieser Eventwoche doch ein bisschen geizig gewesen, denn in dieser Eventwoche gibt es kein neues Geschenk fürs Einloggen in GTA Online. Wenn ihr euch sagt, ja, ich habe sowieso gerade keinen Bock auf GTA, ihr aber euch immer wegen den Geschenken in GTA Online eingeloggt habt, dann wisst ihr jetzt Bescheid, ihr müsst euch in dieser Woche nicht unbedingt in GTA Online einloggen, weil es eben kein neues Geschenk in dieser Eventwoche gibt, also kein neues T-Shirt oder ähnliches. Rockstar Games hat in dieser Woche halt einfach kein Geschenk rausgehauen. Da haben sie auf jeden Fall ein bisschen hier auf geizig gemacht. Finde ich auf jeden Fall ein bisschen schade. Ein neues T-Shirt oder irgendetwas anderes, irgendetwas wenigstens, hätten sie noch so als Anreiz für den Login so veröffentlichen können. Denn ich meine, im Gamecoding sind noch über 400 unveröffentlichte T-Shirts. Es gibt noch insgesamt über 600 unveröffentlichte Fahrzeugdesigns. Da hätten sie doch irgendetwas von in dieser Eventwoche veröffentlichen können. Aber nun gut, das war jetzt nun auch schon die komplette Eventwoche. Ich habe euch über diese Eventwoche hier informiert und deshalb würde ich sagen, werde ich das Video jetzt mal so langsam an dieser Stelle hier beenden. Freunde, ich hoffe, das Video war informativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn dem so ist, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Teilt das Video auf jeden Fall mit euren Freunden, damit die auch Bescheid wissen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen früh im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.